Andi. Alles klar? Sie haben Lisa noch nicht gefunden. Ja, und jetzt? Keine Ahnung, Sie meinen, Sie suchen weiter. Hast du noch keine Idee, wo sie sein könnte? Dann sähe sie bestimmt nicht hier. Könnt ihr den Laden für mich bitte heute übernehmen? Ich glaube, ich schaffe das nicht. Kein Thema, klar. Ich muss nur noch einen Bericht für die Berufsschule schreiben, da komme ich nach. Danke. Weißt du, wie der Laden da unten funktioniert? So ungefähr. Du machst ihn in einer halben Stunde auf. Wenn die Getränke alle sind, füllst du sie bitte nach. Das ist der Lagerschlüssel. Wer kümmert sich um die Musik? Coco, die kommt später. Und bis dahin legst du bitte eine von den CDs auf. Hey. Lisa, geht es gut. Sie werden sie finden. Irgendwo muss sie ja sein. Kommst du klar? Klar, kein Problem. Hey, fehlt noch was? Was machst du denn hier? Willst du nicht lieber mal einen Abend auf dem Sofa abhängen? Ach, ist halb so wild. Nico hat mich gebeten, dir zu helfen, bis sie mit ihrem Bericht fertig ist. Okay, super. Dann mach du hier weiter und ich hol eben noch Pepper aus dem Keller. Gut. Du, wie geht's eigentlich Coco? Sie hat sich noch nicht angesteckt, wenn du das meinst. Nein, ich meine so überhaupt, im Allgemeinen. Wie ist sie so drauf? Gut. Wieso? Sie hat keinen Freund, sie geht nicht aus und sie macht auch sonst nichts, um irgendjemand kennenzulernen. Das ist doch komisch, oder nicht? Ihr Typen seid unglaublich. Ist dir vielleicht schon mal die Idee gekommen, dass es uns ohne euch besser geht? Echt jetzt? Ich muss mir also keine Sorgen machen. Nicht um Coco. Ein Pepper, bitte. Komm sofort. Ich mach das. Mensch, geh ruhig wieder hoch. Jana und ich, wir haben ja alles im Griff. Ihr macht das echt toll. Respekt. Ich kenn mich dann mal wieder oben hinter das Telefon. Ich drück dir die Daumen. Danke. Hey, Andi. Hast du was von Lisa gehört? Du musst nur ganz fest dran glauben, sie kommt bestimmt zurück. Alles klar. Jana, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist krank. Christian und ich, wir vertreten Andi wegen Lisa. Sonst läge ich bestimmt schon im Bett. Schon klar. Die gehen aufs Haus, weil du geschwindelt hast. Einverstanden? Hm? Ich sehe mal nach der Musik. Ah. Nicht wegrennen, ja? Darf ich atmen? Nein. Braver Junge. Hey. Ich hab das Foto gesehen. Welches Foto? Das von Nikos Shooting, wo wir beide... Hier, in der Reihenfolge. Und... Hey, ich dachte, du machst das. Keine Zeit. Bitteschön, ich würde sagen, 5 Minuten Pause, dann machen wir weiter. Hm? Ich würde sagen, ich habe eine bessere Idee. 2 Pepper und 3 Bier. Danke. Sieht so aus, als würde Coco den Rest des Abends nur noch für Gregor auflegen. Halt, nicht weglaufen.
Lasst euch nicht stören. Ist ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Wahrscheinlich hat Coco dir nur ihre Plattensammlung gezeigt. Hat aber ganz schön lange gedauert. Tja, Gregor hat eben Ausdauer. Sehen wir uns heute Abend? Wie, erst heute Abend? Wenn du Sehnsucht nach mir hast, dann weißt du ja, wo du mich findest. Klar, Massa. Und du in 2 Stunden in No Limits, ist das klar? Lass dich vollkommen vermeiden. Nun erzähl schon, wie war's mit Gregor? Neugierig bist du wohl gar nicht, was? Ich will alle schmutzigen Einzelheiten. Du würdest eine rote Ohren kriegen. Interessiert dich das gar nicht? Naja, wenn Coco nichts erzählen will, dann ist das ihre Sache. Wenigstens eine, die mich versteht. Ich hab dich doch auch nicht nach deiner ersten Nacht mit Christian gelöchert, oder? Also ich finde, ihr passt super zusammen. Also du und Gregor. Schon rein optisch. Also das perfekte Paar. Na, wenn du das sagst, dann muss das ja stimmen. Ich drück euch auf jeden Fall die Daumen. Es wird diesmal schon klappen. Toi, toi, toi. Danke. Ciao, bis später. So eine miese Schlange. Die ist doch nur froh, dass sie jetzt freie Bahn bei Christian hat. Und, hat sie? Ich habe zwar die ganze Nacht mit Gregor verbracht, aber gedacht habe ich trotzdem nur an Christian. Ist was? Was ist jetzt eigentlich mit Coco? Was soll mit ihr sein? Wird das was Festes? Seit wann interessierst du dich für mein Liebesleben? Oder machst du es wie mit deinen anderen Frauen, Ex und Hop? Coco und ich, wir hatten eine schöne Nacht zusammen, okay? Das war's, für sie und für mich. Ja klar, ist ja auch super bequem. Du hattest deinen Spaß und wie es Coco dabei geht, interessiert dich ein Scheißdreck. Coco sieht das genauso locker wie ich. Sie hat damit kein Problem. Als ob sie dir das zeigen würde. Dafür ist sie viel zu nett. Coco hat was Besseres verdient als dich. Ja? Und wieso habe ich davon letzte Nacht nichts gemerkt? Weil du nie was checkst. Du denkst immer nur an dich und dein Vergnügen. Coco ist so gut für dich. Wie süß. Du bist ja eifersüchtig.